Ausnahmezustand in Tiflis. Tausende Demonstranten liefern sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei, versuchen, das Parlament zu stürmen. Sicherheitskräfte feuern Gummigeschosse, setzen Tränengas und Wasserwerfer ein. Stundenlang widersetzen sich die Demonstranten, kämpfen gegen die Blockade der Beamten an. Es gibt Dutzende Verletzte, doch das hält sie nicht davon ab, ihre Wut auf die Regierung Georgiens auszudrücken. Die Leute sind wütend und enttäuscht. Viele haben sich hier versammelt und wir, die Opposition, haben um Verhandlungen gebeten. Und die Regierung hat zugestimmt. Wir haben darauf gewartet. Und sie haben angefangen, die Kugeln zu schießen und das Tränengas zu werfen. Das ist also die Realität. Und was ist das Motiv? Das Motiv der Demonstranten dagegen sehr klar. Sie haben Angst vor einer Einflussnahme Russlands in der Ex-Sowjetrepublik. Hintergrund ist der Auftritt des russischen Abgeordneten Sergei Gavrilov im Parlament in Tiflis. Der russische Duma-Abgeordnete ist den Georgiern ein Dorn im Auge, weil er für die Unabhängigkeit der abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien eintritt. Über diese hatte Georgien 2008 im Krieg gegen Russland die Kontrolle verloren. Das Verhältnis seitdem zerrüttet. Russland besetzt 20% von Georgien. Russland führte ethnische Säuberungen in diesem Gebiet durch, Mitglieder der Russland-Duma. Es ist eine große Schande und eine große Beleidigung für die georgische Gesellschaft, dass die georgische Regierung es ermöglicht hat, russische Besatzer, Feinde dieses Landes, auf dem Sitz des Parlamentspräsidenten sprechen zu lassen. Nachdem Gavrilov im Parlament sprechen durfte, rief die Opposition zu den Protesten auf, die die gesamte Nacht anhielten. Am Morgen hatte die Polizei die Lage wieder unter Kontrolle.